Ja, eigentlich schon. Ich mach mal links, du machst mal rechts mal links. Nee, andersrum. Ach, ist egal. Einfach runter da jetzt. Ich hab Holz oh, dabei. Oh, warte. Oh. Puh. Gott sei Dank. Warte aber ganz kurz, ich möchte jetzt auch schnell diese Holzbalken hier hochbauen, ey. Das ist mir jetzt schon noch wichtig. So, also ich kann mir die schnell craften, das ist kein Thema. Ich habe ungefähr 300 Holz dabei. Ja, okay, da, ich glaube, das reicht. Boah, ist hier Kupfer. Würde ich auch beinahe behaupten wollen, dass das reicht. So, ich baue da mal nach oben jetzt hier. Oh. Sehr anstrengend. So. Oh, ich sollte jetzt mal nach oben kommen. Ja. Oh, verdammt. Oh. Gerade so überlebt noch, oder? Ja, ich hatte noch ein bisschen, aber... keine Luft mehr. Ui, hier geht die Party wieder ein bisschen ab, endlich. Sauber. Ich brauche auch mal Zeit, dass die Party mal wieder ein bisschen abgeht jetzt hier. Ja, komm her jetzt hier, du alles Dreckskackvieh. Los, bau schneller ab. So. Oh mein Gott. Oh. Hab ne Bombe gefunden. Boah, da ist irgendwas Fettes noch rechts von dir, ne? Ein riesen Vorkommen. Ja, ich will jetzt aber erstmal unten die Viecher töten. Das wird sogar klappen. Boah. Na? Ja, sauber. Oh, ein Minenmann. Ein böser Minenmann? Oder ein guter Minenmann? Ne, Undead Miner. Okay, ein böser Minenmann. Aber der ist platt. Und ich gleich auch. So, jetzt geht wieder. Hast du die Hearing Potion schnell genommen? Ne, ich kam aus dem Wasser raus, endlich. Ach so, das war dieses los. Riesen Kupfervorkommen habe ich mir noch unterm Nagel gerissen. Ich kümmere mich jetzt gleich um das Eisenvorkommen, sobald ich hier raus bin, ne? So. Das ist ja Eisen, Kupfer und Edelstein. Das ist ja alles hier, ey. All schon in krass. One. Ein All-in-One-Vorkommen. Können wir auf jeden Fall wieder viele Toiletten machen. Auf jeden Fall. Da brauchen wir noch einige von. Aber wozu wir die Edelsteine brauchen, ist mir immer noch ein Rätsel. Aber mal gucken, vielleicht finden wir da mal draus. Ja. Oh, hier oben ist noch ganz viel Eisen. Ja? Und boah, richtig viele Edelsteine. Ich will die Hälfte übersehen, ey. Oder dich wäre ich aufgeschmissen hier, glaube ich. So, aber ich würde jetzt echt mal sagen, ich denke mal, wir beenden nachher auch irgendwann die Aufnahme. Ja, auf jeden Fall. Zur nächsten Aufnahme werde ich mich mal bei Zombie erkundigen. Ja. Also, mein Freund von mir, Zombie Zock, kennt vielleicht der eine oder andere. Der ist echt der Minecraft, der Terraria-Crack überhaupt. Blood Moon ist schon wieder Rising. So. Achso, ja, also. Wir müssen nach oben die Leute beschützen. Sollen wir dann noch schnell mal hoch? Das machen wir jetzt noch schnell und dann beenden wir die Aufnahme, würde ich sagen, nach dem Blood Moon jetzt. Oh, verdammt! Das wird jetzt auch nur Ewigkeiten dauern. Auf jeden Fall werde ich nach der Aufnahme jetzt hier gleich den guten Herrn Zombie fragen, wie das jetzt eigentlich mit diesen Bossen ist, die es jetzt in die es ja in Terraria gibt. Dass wir dann mal zu der nächsten Aufnahme vielleicht mal den ersten Boss langsamer machen. Ja. Weil die geben halt auch Items und so weiter. Wir müssen uns echt beeilen, ey. Sag mal, haben wir irgendwas Wichtiges dabei an Münzen? Lass dich umbringen. Warte, ich guck mal eben. Ich habe keine Münzen dabei. 38 Silbercoins. Ja, die sind egal, die kriegst du überall. Lass dich umbringen, ist schneller. Oh, er nimmt mich durch. Oh ja, komm. Jetzt haut er ab. Das dauert, das ist sonst viel zu lange, bis wir erster tot ist? Ja. Aber war knapp. Haben nämlich keinen Bock, dass unsere ganzen Leute da oben drauf gehen. So. Obwohl, ich glaube, die Zombies kommen eh nur, wenn wir... Ne, okay, da hinten sind Augen. Ne, die kommen, glaube ich, auch so. Möchte ich beinahe behaupten. So, ab geht's. Schon wieder Blood Moon, ey. Jetzt hatten wir so lange sowas gar nicht und auf einmal geht das los hier, ey.
Lalala, fröhliches Zombie-Schnetzeln. Na, ich habe schon 4 Augen. Ich habe hier schon genug Zombies. Mehr als mir lieb sind. Da gibt Copper Coins ohne Ende, ey. Ja. Aber die Musik ist gut, ey, wenn der Blood Moon kommt. Finde ich richtig episch. Zombie Action. Schululul. Ich geh mal kurz bis in unsere Mine runter, aber nee, da kommt noch nichts hoch, alles klar. Gehen wir wieder hoch. So, erste Welle ist weg. Oh, warte, ah, einer kam von oben. Der ist jetzt in der Mitte, der kam anscheinend von oben irgendwie. Der kam auf einmal nach unten durchgefallen. Wie kam der da oben hoch, bitte? Geil. Ah, ja, stimmt, es gibt ja auch diese Inseln in der Luft, ne? Vielleicht war der da drauf, ist runtergefallen und raufgefallen. Krass. Aber für Inseln in der Luft brauchen wir halt entweder diese Potions, die fliegen können, oder halt diese Raketenschuhe, und hast du nicht gesehen, ey. Ja. Also es gibt noch so viel, was wir entdecken können. Das ist krass. Schon mal geil. Wir sind jetzt schon bei Part irgendwo bei 20. Wir haben noch nichts Tolles geschafft. Deswegen, ich erkundige mich mal zum nächsten Mal echt. Ja doch, wir haben ein geiles Haus. Ja gut, ja, das haben wir in der Tat. Und zum nächsten Mal mache ich dann ein bisschen die Kisten oder was, ne? Das kannst du machen, ja. Dann gehe ich mich bei Zombie erkundigen, wie es aussieht jetzt hier. Und dann, ein Zombie kommt von unten, alle klar. Die kommen auch echt von überall, ey. Scheiße. Ja, aus allen Richtungen. Sind nur 4 bei 2D. Aber aus allen Durchgängen, ey. Da bin ich jetzt doch ganz froh, dass wir doch nur einen Minenschacht haben bisher. Ich glaube, das sieht jetzt hier in dem Haus ganz anders aus. Ja, stimmt. Was man hier auch mal machen könnte, ist, das wäre vielleicht mal ganz cool. So, mal immer ab und an mal so für 1-2 Folgen oder so. So ein Abo, weiß ich, so ein Abonnenten-Special oder sowas. Dass mal einer mitspielen darf oder so. Ach so, ja. So Gastauftritte oder sowas. Ja, ja, so von irgendwelchen coolen Leuten oder sowas. Das fällt mir gerade mal so ein. Könnte man doch eigentlich mal machen, oder? Ja, da kann man auch eine Gastkiste machen, wo dann immer Equip für denjenigen drin ist. Ja, ja, wir können uns ja dann auch Leute suchen, die schon gutes Equip haben und um was geben können. Oder, ach so, oder du willst cheaten. Nein, nein, nein. Oder zumindest so ein paar Leute, die mehr Ahnung haben als wir, dass die uns mal ein bisschen führen können und sagen, ja, hier, macht mal das und das, dann... Das wär's doch eigentlich mal. Oh Mist, ich habe meine pinke Vase zerbrochen. Jetzt ernsthaft? Oh, du bist so schlecht. Ich hab meine da oben steht noch. Meine ist ganz oben safe im ersten, zweiten, dritten, vierten Stock. Ja, warte, ich mach die kaputt. Ey, meine schöne Vase. Also drücke da niemals mit rechter Maustaste drauf. Sonst kaputt, oder was? Ja. Sehr geil. Lalala. Mach ich will mehr Zombies. Gerade ist ruhig. Einer kommt rein, bei dir. Oh ja, warte. Die zwei wollten gerade den Händler angreifen. Gott sei Dank war ich da. Weil du hast die Tür offen gelassen. Oh, ach du Scheiße. Ja, ein ganz schlauer. Passiert mir auch immer in dem anderen Bauspiel. Lala, bei mir ist gerade Ruhe. Da kommt gerade, okay, einer kommt. Oh, hier ist ein bisschen was los. Oh Gott, ein Zombie kommt wieder von der Mitte. Wie auch immer der hier hingekommen ist. Oh, Augen! Sehr verwunderlich. Freaky Let's Play hat sich bei Steam hinzugefügt. Der hat einen sehr kreativen Namen. So, weg mit euch! Aua! Lalilu. Ja, ich kann keine Copper Coins mehr aufnehmen. Echt? Ne, doch, jetzt hat er. Oh, genommen. Jetzt wieder ein Zombie in der Mitte. Lalala. Anstatt der Guide auch mal so in die oberen Etagen geht oder sowas, ne, damit er nicht angegriffen wird, von jemand Zombie reinkommt. Nein. Und der Händler, nur vielleicht wollen die Zombies ja frisches Fleisch kaufen. Kann schon sein. Haut ab! Ich
steck meine Lanze in euch rein. Mein Speer. Aua. Okay, geil, ich möchte was erklärt haben. You can tell a blood moon is out when the sky turns out red. There's something about that causes monster to swarm. Okay, help. If you gather 10 fallen stars, they can be combined to create an item will increase your... Aha! Mit 10 fallen stars, das probiere ich gleich noch, können wir anscheinend irgendein Item craften, was uns für Mana-Energie oder was stand da gerade? Nochmal lesen jetzt kurz. Achso, wo wir Mana kriegen? Ich probiere gleich mal, ich nehme gleich mal 10 fallen stars in mein Inventar, guck mal, was da passiert denn. Ob ich da was craften kann, was cooles mit. Weil die müsste ich mittlerweile haben, so viele wie ich von den Dingern schon aufgesammelt habe. Ja, eigentlich schon, ne? Da kommen doch schon einige. Das probiere ich gerade mal kurz aus, ey. Gerade ist ja Ruhe. Hier, zack. Na, hier ist nur einer. Ja, hier ist gerade auch einer bei mir. Aber ist ja kein Thema. So. Jetzt gucke ich mal. Unten ist ein Zombie im Keller. Ja, ich komme. Ja, da kannst du Mana Crystal bauen. Ach so, cool. Das ist ein blauer Stern praktisch. Und ich Mana dann kriegen, ne? Tatsache, ja, ich habe jetzt Mana. Ich habe jetzt einen Mana Stern. Ich habe jetzt immer eine Life Bar, eine Mana Bar. Ja. Und da ist ein blauer Stern. Okay, dann wissen wir auch schon mal. Das nächste Mal kriegst du das denn, aber ich weiß nicht, noch nicht, was es damit auf sich hat. Ich habe jetzt Mana 20 von 20. Aber wahrscheinlich, aber ich weiß noch nicht, was ich damit jetzt machen kann. Wie gesagt, ich hole uns das. Ja, vielleicht wollen wir. Wir können ja in der nächsten Aufnahme vielleicht mal so ein Special machen mit jemandem dabei. Ja, von mir aus. Ein bisschen erklärt. Lol, hier ist ein Zombie mit Hut auf. The Groom, komm mal her, hier ist ein Zombie mit Hut auf. Ich komm. The Groom. Der ist auch anders, der hat 200 Lebenspunkte. Boah, geil. Töten! Der ist auch stärker, der war schneller eben gerade. So, und hat er gekriegt? Top-Hat? Hast du den aufgesammelt? Den hab ich jetzt. Kann ich den benutzen? Kann ich den aufsetzen? Tatsache, guck mal, ich kann den als Hut benutzen. Schau's dir an. Warte. Ich hab jetzt. Ah, und es wird Tag. Hier. Geil. Der gibt ihm aber nicht Schutz, ne? Ja, der ist einfach nur zur Deko. Einfach nur Optik. Ja, aber der ist cool. Ja, auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall nächste Nacht mal diese Stars sammeln, dass du auch so eine Mana-Bar kriegst. Ja. Dann würde ich sagen, ich habe da schon jemanden, vielleicht wirklich den Zombie-Zock. Weil der ist echt eine coole Sau und der ist so ein Terraria-Crack. Vielleicht kann der jetzt da mal ein bisschen was erklären und zeigen in der nächsten Aufnahme. Ich werde den auf jeden Fall mal anfragen nachher. Ja, okay. Ja, cool. Dann machen wir erstmal einen Cut jetzt, ne? Ja, sauber. Also, bis im nächsten Part. Tschö. Tschüss.